Apple macht Apple-Sachen und genau das zeichnet sich jetzt schon bei den kommenden iPhone 16 Modellen ab. Was genau hinter dieser komischen Aussage vor mir steckt, genau das möchte ich dir jetzt einmal näher bringen. Also bleib dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Das iPhone 15 Pro ist gerade mal einige Monate auf dem Markt und wie könnte es anders sein in der verrückten Technikwelt? Schon gibt es die ersten Gerüchte zum kompletten iPhone 16 Lineup. Und das ein oder andere hatte sich eigentlich schon für dieses Jahr abgezeichnet, doch es scheint wohl verschoben zu sein. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das ein bisschen näher an. Kommen wir zum ersten großen Elefanten im Raum und das ist die Tatsache, dass wir sowohl im iPhone 16 als auch im iPhone 16 Plus einfach weiterhin ein Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz bekommen. Ich bin echt schockiert und habe mir spätestens mit den iPhone 16 Modellen erhofft, gedacht und auch geglaubt, dass wir jetzt endlich 120 Hertz bekommen. Aber Apple bleibt bei seinem Vorstoß und möchte den Unterschied zwischen den Basismodellen und den Pro-Modellen weiterhin so groß wie es geht halten und beginnt dabei schon beim Display. Ein weiteres Feature, das man den iPhone 16 Modellen wohl nicht spendieren möchte, ist ein Titanrahmen. Hier wird man weiterhin darauf verzichten, die Basismodelle hochwertig auszustatten. Was man ihnen aber jetzt geben möchte, ist den Action-Button, der für mich immer noch so ein bisschen umstritten ist insgesamt, denn dieser ermöglicht es euch ja, diese Taste individuell zu belegen und das mit Apps oder Funktionen, so wie ihr das möchtet. Ich habe so ein bisschen ein gemischtes Gefühl, was diesen Knopf angeht, aber es geht nicht nur speziell um mich, sondern um alle da draußen und dieser Action-Button soll jetzt auch im iPhone 16 und im iPhone 16 Plus erscheinen. Aber etwas, was ganz dubios ist, beziehungsweise was ich echt komisch finde und so ein bisschen weggeht von der Apple-Strategie, ist dann die Displaygröße. Denn es wird sich auf alle iPhone 16 Modelle auswirken. Wir sprechen darüber, dass wir bei den kleineren Modellen nicht mehr bei 6,1 Zoll sein werden, sondern die iPhones wachsen an. Und das auf ein Display von 6,3 Zoll. Das hört sich im ersten Moment gar nicht so viel an. Aber gerade mit den 6,1 Zollern hatte man für mein Empfinden auf dem Markt immer ein Smartphone mit der idealen Größe. Denn es war groß genug, um alles angenehm darauf zu konsumieren, aber in der Hosentasche und auch beim täglichen Handling war das extrem schön. Nachdem man ja bereits die Miniserie der iPhone-Modelle gestrichen hat und wieder zurück zum Plus-Modell gegangen ist, zeichnet sich wohl damit der weitere Trend ab, Smartphones immer größer zu gestalten. Doch als wäre das nicht genug, möchte man das iPhone 16 Plus und das iPhone 16 Pro Max mit einem 6,9 Zoll großen Display ausstatten. 6,9 ist damit wirklich gigantisch groß. Ich bin ja gerade erst vom iPhone 14 Pro bzw. von dem kleineren Modell beim iPhone 15 Pro Max dann umgestiegen und konnte das Ganze gerade irgendwie noch so ins Fitting einpassen. Denn ich merke, es ist schon groß, aber es geht noch. 0,2 Zoll mehr bedeuten aber auch nochmal ein größeres Smartphone und spätestens da könnte für viele da draußen Schluss sein. Aber, und das unterschätzen viele, die Akkulaufzeit dürfte noch mal länger werden. Und gerade das iPhone 16 Plus könnte am meisten davon profitieren, denn weiterhin nur 60 Hertz und ein noch größeres Display, einen noch größeren Akku, da könnte sich ein kleiner Dauerläufer abzeichnen. Beim Prozessor soll man dann wohl sogar direkt auf einen A18-Chip umspringen. Wir hatten ja gerade in der 15 Pro-Reihe den A17 Pro bekommen und ich hatte für mein Spekulationsgefühl so ein bisschen, ja, dieses Bauchgefühl, das mir gesagt hat, okay, man versucht schon wieder in derselben Zahl anzukommen, aber das Ganze dann wirklich nur bei dem Pro-Begriff zu differenzieren, das scheint sich wohl jetzt nicht zu bewahrheiten. Der A17 soll dann im normalen 16er sein und in den Pro-Modellen dann ein A18. Ihr merkt, es tut sich schon einiges und das nicht nur vom Design, sondern auch von der Performance. Man möchte außerdem im normalen Pro-Modell, also sprich in dem iPhone 16 Pro, dann auch den fünffach optischen Zoom aus dem Pro Max Modell in diesem Jahr einbauen. Diesen Schritt kann ich wirklich nur für gut heißen, denn das war ja bis jetzt so ein kleiner Kaufargumentgrund, vom Pro auf das Pro Max zu gehen in der 15er Reihe und jetzt würde man das Ganze im 16er zusammenschrumpfen, aber Apple wäre nicht Apple, würde man im 16 Pro Max nicht nochmal einen besseren Zoom versprechen. Also ihr merkt, man versucht weiterhin kleine Unterschiede bei diesen Pro und Pro Max Modellen aufzuzeigen, um die Kunden dazu zu bewegen, einfach noch mehr Geld
Geld auszugeben. Wer noch nicht an das iPhone 16 denken mag, sondern sich lieber jetzt ein iPhone gönnen möchte und dabei Geld sparen möchte, dem möchte ich gerne den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, denn mit As Good As New habt ihr die Möglichkeit, euer iPhone für einen Top-Preis zu bekommen. Aber sie bieten dir nicht nur iPhones, sondern auch andere Smartphones an und hier könnt ihr ordentlich Geld sparen. Wie genau soll das Ganze passieren? Nun ja, ganz einfach, ihr könnt euch für ein neues Device entscheiden und dabei unterschiedliche Zustände dieser Smartphones aussuchen und dabei spart ihr wirklich bares Geld. Und wenn ihr sparen möchtet, dann möchte ich euch gerne meinen Gutscheincode ans Herz legen, denn mit dem Code SmartphoneBlogger spart ihr unglaubliche 70 Euro ab einem Einkaufswert von 200 Euro. Alles dazu habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt und falls ihr euch fragt, hey, wie funktioniert das Ganze genau und wie gut ist das, ihr findet hier nochmal ein Video dazu, denn dort habe ich alles für euch nochmal ausführlich zusammengefasst. Also schaut euch gerne As Good As New an und nutzt eure Chance, bei eurem nächsten iPhone ordentlich zu sparen. Was aber neben den iPhone 16 Modellen auch auf uns zukommen soll, ist, dass man mit iOS 18 noch mehr auf künstliche Intelligenz setzt. Mit ChatGPT und allem, was wir mit AI bis jetzt erleben durften, sind ja extrem viele Leute hyped. Ich habe das Ganze ja schon im Google Pixel 8 Pro feststellen können, denn hier passiert so viel. Es können Dinge verschwinden auf Bildern, verschoben werden, unterschiedlich angemalt und das Ganze hat man so noch nicht erlebt. Das soll so ein bisschen jetzt auch im kommenden iPhone auf uns zukommen. Also noch mehr Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Auf der einen Seite bin ich ein großer Freund davon, auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen Skepsis. Ihr merkt, es kommen tolle Dinge auf uns zu. Wie gut man das Ganze greifen kann und wie viel am Ende wirklich dran ist, ich bin mal gespannt. Mein größter Schock bleiben am Ende einfach diese 60 Hertz in einem iPhone 16. Geht es euch genauso? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wie immer gilt, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.